Hallo, ich bin der Nils, bin aus der 4. Kommandokompanie, bin dort Scharfschützentruppführer. Das, was ihr hier seht, ist ein klassischer Aufbau von einem Scharfschützentrupp. Ich habe hier das G29 aufgebaut. Hinter mir befindet sich mein Spotter mit seiner Optik, der das Vorfeld beobachtet und mir mögliche Ziele meldet. Hier seht ihr das G29, das ist ein großkalibriges Scharfschützengewehr. Mit diesem Waffensystem kann ich Ziele von einer Entfernung von bis zu 1600 Meter bekämpfen. Und hier ist mein Zielfernrohr, das hat eine Vergrößerung von 5 bis 25-fach. Vorne habe ich noch drauf einen Schalldämpfer und ja, das ist mein Scharfschützengewehr. Bevor ich zum KSK gekommen bin, war ich bei den Feldjägern und dort habe ich schon die Präzisionsschützenausbildung gemacht. Und als ich dann beim KSK angefangen habe, habe ich dann die Basisausbildung ganz normal gemacht und dann war mein einziges Ziel, dann beim KSK Scharfschütze zu werden. Viel Training, viel Geduld, Schweiß und Blut, Ruhe, Gelassenheit, weil man teilweise bis zu Stunden in der gleichen Position verharren muss. Und das ist sehr fordernd.